liebe Freunde. Ja, es gibt wieder eine weitere Freunde. Freudsche Fehlleistung. Gut, okay. Es gibt ja eine weitere Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Wir haben hier schon zwei Tafeln hier in die Nischen reingesetzt. Und ich habe noch festgestellt, in meinem Inventar habe ich noch Holzschäfte für die Pfeile. Und und noch ein paar Holzscheiben zu spalten. Und das kann ich ja hier nicht machen. Das kann ich nämlich nur auf dem Schiff machen. So. Und da werde ich mal gucken, dass ich... Was ist denn das für eine Sackgasse? Hier ist ein Hebel. Also war ich hier noch nicht. Oh. Aha. Hey, es gibt ja was ganz Neues. Ach, du liebes Bisschen. Das ist wieder mal richtig interessant. Ich habe was vor. Ich habe mir was vorgenommen. Und dann, bums, Überraschung, sack ich nach unten. Nein, machen sich wieder hier neue Wege auf. Naja, mal schauen, was wir hier so finden werden. Oh. Ja, Lurker. Kann ich immer noch nicht packen. Aha, da unten ist wer. Oh, weia. Ist wer oder liegt wer? Nee, das ist jetzt kein Ork, oder? Okay, das ist ein Gobbo. Oh, war ja ein Gobbo. Oder? Oh, Goblin-Pirat wieder. Aha, mal gucken. Oh, der nervt. Nee, der hat mich gleich. Ja, hat er mich. Hat er mich, hat er mich, hat er mich. So, ergo, den Goblin-Piraten mal mit den Pfeilen versuchen zu erledigen. Weil, da ist ja so eine kleine Serpentine. Der wird mich wohl... Ja, er hat mich jetzt gewittert. Mal gucken, er bleibt ja hier. Mal gucken, ob mein Bogen was ausrichten kann. Und so wie es aussieht, richtet er mehr Schaden in dem Busch aus als... Goblin-Pirat. Mir ist aufgefallen, dass man, wenn man sich mehr Zeit lässt beim Bogenschießen, wunderbar, wenn man sich mehr Zeit lässt beim Bogenschießen, ist die Trefferchance höher, oder? Ich bilde es mir ein, aber altes Entermesser. Noch ein Entermesser. Was haben wir denn hier? Sturmknecht, Langschwert kann ich natürlich nicht nehmen. Gut. Speichern wir mal. Gucken, was sich hier am Ende verbirgt. Wahrscheinlich ein Tunnel. Hier ist der Tunnel, den noch wichtig. Ein Tunnel, eine Mine, eine Höhle. Du weißt nie, was sich da drin verbirgt. Also wenn schon mal ein Goblin Vorhut war, dann kann es sein, dass hier drin mehr sind. Aber ich höre keine Goblins mehr. Ja, okay. Hier wird der Schwanz eines Lurkers entgegengesetzt. Und noch mehr. Oh, oh. Kondera Lurker und noch einer. Nicht gehen. Schauen wir mal. Vielleicht bleibt er hier hängen. Nee. Ah, ist wieder zurückgegangen. Na super. Mich mal sehen, welcher Lurker ich da anverletzt hatte. Das war der hier. Jetzt kommt ihn hier. Ah, das bringt doch alles nichts. Manometer. So, Schwertchen ziehen, gucken.
Boah. Ja, toll. Oh, bleib doch da nicht hängen. Jetzt kann ich nur ganz schnell hier verpissen. Da ist er. Mhm. Ja. Welche was ate? Ein bisschen was essen. Was ist denn das für eine Art von Brot? Eine Toastbrot, das andere Roggenbrot? So, das Brot hat 12 Lebensenergie. Das hat nur 10. Aha. Das ist wohl ein Vollkornbrot. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ach, das ist der frische. Das kostet Pfeile. Das kostet Pfeile und Geduld. Ich muss ja eh noch rüber zum Schiff. Unten, ins Unterdeck. Wertbank. Pfeile herstellen. Ah! Was ist mit dem jetzt los? Wieso haut denn jetzt ab? Ist der jetzt total plätt? Dann geht er wieder zu seinem Futterplatz. Ich glaub's ja nicht. Naja, vielleicht kann ich hier mit meiner Klinge hier. Nee, das ist der andere. Also das ist echt lustig. Der ist verschwunden. Okay. So. Dann machen wir das gleiche mit dem. Ja, er folgt mir noch. Böse Nerven. Da ist er wieder. Und jetzt schnell hier hoch. Nicht runter. Oh, hoch. Da habe ich einen Schritt daneben gemacht. Okay. Ach so, Moment. Ja, da ist er ja einer. Ach, das ist jetzt wieder der Alte. Okay. Und was guckte da eben aus der Wand raus? Okay, wenn wir mal an der Stelle speichern. Okay, er macht den Lurker Moonwalk hier. Ah, ja, okay. 1, 2, 3, okay. Mehr Pfeile wollte ich auch nicht investieren. Was hat er denn hier rausgeguckt? Minecrawler wahrscheinlich. So, Haut eines Reptiles. Reptiles. Ja. Auf zum zweiten Lurker. Ja, man hört ihn. Wenn es nur noch einer wäre oder ist, da hinten ist er wieder. Okay, das war der erste, den ich angeditscht habe. So. Gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Nee. Also mache ich das wieder eben auf die gewohnte Art und Weise. Bisschen Abstand lassen. Jawohl. Oh, er ist ja langsam drauf. Ich hab die normalerweise ein bisschen schneller in Erinnerung. So. Hey. So. Gut positionieren. Aufpassen, dass wir nicht runterrutschen. Und. Na, genau. Komm nahe. Komm näher. So. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen meine Position ändern. Ah, super. Ah,
Na, los. Jawohl. Glück habe, ist das ja der letzte. Und jetzt können wir mal runterrutschen. Und uns diesen. Nicht zu plündern. Nee. Genau. Und hier liegt ein Pfeil, der ist sichtbar, aber nicht aufhebbar. Schade, schade, schade. Das wünsche ich mir so sehr, dass es in dieser Modifikation doch noch die Chance gibt, Pfeile aufzuheben. Das wäre toll. Weiter geht's. Ich glaube, ach, das ist die Lurkerbucht. Kann das sein, dass es die Lurkerbucht ist? Die berühmte? Ja, es ist sie. Da ist nämlich dieser Baum. Oder dieser Felsen dort. Ja, dann versuchen wir uns nochmal hier. Vielleicht finden wir hier dieses Wetterbuch. Ja, genau, hier ist auch der Stamm. Vielleicht finden wir ja hier dieses Wetterbuch, weil ich habe ja hier nur eine ganz kurze Geschichte gemacht. Und hier ist auch der Höhleneingang, den wir von dort aus gesehen haben. Als wir schwammen. Tja, was machen wir hier? Ach, ich glaube, wir machen das Gleiche. Und zwar anders. Okay, lassen wir ihn rankommen. Und dann versuchen wir mal hier hoch zu klettern. Nicht dagegen knallen. Hochklettern bitte. Und jump hier hoch. Und mal gucken, kann der das auch? Nee, kann er wohl nicht. Bis jetzt noch nicht. Ah, das kostet wieder Pfeile. Ah. Ja, er versucht hochzukommen. Ist auch ein ganz schönes Stück näher gekommen. Aber auf dem Baumstamm will er nicht. Das ist gut. Na, noch ein paar Trefferchen. Willst du jetzt wohl... Willst du jetzt wohl sterben, Condera Lurker? Jawohl. Perfektor. So, das gibt wieder eine Lurkerhaut. Ich möchte mal wissen, was es mit der nassen Haut auf sich hat, die ich unten gerben kann im Schiff. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen weiter gucken. Und abspeichern auf alle Fälle. Ja, hier liegt ein bisschen Schrott rum. Zum Glück nur Holz, kein Plastik. So. Ich mal alle Ecken und Nischen absuchen. Kann auch sein, dass hier dieser rote Stein irgendwo noch liegt. Also diese Steinplatte. Nee, ist nicht. Echt, hier ist alles voller Lurker und ich konnte nichts. Da waren wir, ne? Ja, da war ja die eine Steinplatte. Bin ich extra hier in die Lurkerbucht gegangen und finde nichts. Na, klasse. Nebenbei mal gucken, wie viele Pfeile ich habe. 54, das ist nicht viel. Ja, bevor ich das mache, werde ich... Ach, jetzt gehen wir hier wieder hin. Hey, die Sonne spiegelt sich im Wasser. Ups. Ja, schön. Okay. Ja, kann vorkommen. Oder ist es dieser Felsen? Oh, das sieht gut aus. Sieht aus, als wäre die Sonne unter Wasser. Sachen gibt's. Ja, und außerdem ist es dunkel und ungemütlich. Und ganz viele die Dinger hier da. Diese Wald- und Wiesengras-Scavenger oder wie die heißen. Die werde ich dann auch nochmal grillen. Mäzeln. Nein! Das war knapp. Das war knapp. Okay, auf zum Schiff, ins Unterdeck und ein bisschen wieder an Bord. Okay. Unterdeck offen zu meiner Truhe. Ah, deswegen kommt immer die Meldung. Verstehe. Logbucheintrag. Das heißt also, das Unterdeck ist jetzt offen.
Und ich schätze mal, wenn es nicht offen wäre, dann würde die Ich hätte Meldung auch das nicht anders kommen. gemacht. Das ist so meine Vermutung. Ich kann das nicht glauben. Wasserfass. Ja, genau, hier kommen wir Das ist lustig echt lecker großartig. rein. Das ist mit dem Gerbbaum. Kann ich noch was. Hier gab es doch irgendwie noch so eine Meine Holzsäge-Geschichte, Farben oder? waren gerecht. Man weiß Nee, gar das nicht ist hier mehr, nicht. wem Aber man ich kann noch hier Holz glauben kann. hacken. Machen wir mal. Meine Meinung will ja. Wir haben ja acht. Acht Hölzer. Meinst du, mir geht es besser? So, dann heißt es jetzt noch Ich habe einmal. so einiges gehört. Dann haben wir die acht durch. Mir erfährt keiner was. Und die Werkbank für Pfeile. Was fehlt mir denn jetzt? Ich habe doch Selbst diese Muster habe ich Pfeilschäfte gefunden. gemacht. Liebe Leute. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. So, es ist wieder ein bisschen durcheinander hier. Also, Letztendlich bin ich ja echt 54 auf dem Holzweg. Pfeilschäfte und 300, wie viel? 350 Hätte man das vorher Pfeilspitzen. gewusst? So, und wieso kann ich denn jetzt hier nicht an der Werkbank Pfeilspitzen machen? Oder Pfeile Erzähl mir doch herstellen? nichts Neues. Pfeile bearbeiten. Geht nicht. Seine Farben waren gerecht. Merkwürdig. Das ist jetzt. Aber es hat doch vorher geklappt. Von Oder mir ich habe wieder was irgendein Detail gelernt. vergessen. Naja, gehen wir drüber erstmal schlafen. Ich habe keinen Bock, um mit 54 Pfeilen herum zu kämpfen. Eine Runde schlafen. Meine Meinung will ja keiner hören. So, ich habe es herausgefunden, woran das liegt. Ah, da brauche ich gar nicht mehr runter zu gehen. Ich habe nämlich noch eine wichtige Zutat vergessen. Und zwar werde ich keine Federn mehr haben. Oder? Also, Moment mal. Pfeilschäfte. Wo war das denn jetzt nochmal? So. Genau. 350. 54. Und so wie das aussieht, habe ich keine Federn mehr. Das heißt, ich muss diese blöden Scavies vernichten. Hawk? Hey du! Ja, er kann mir das Schmieden beibringen, aber ich brauche ja Da Punkte. ist wieder ein von diesen Drecksviechern. Wo, wie, was? Und da wollen wir gleich mal gucken, wo er hingeht. Da ist wieder eins von diesen Eines ist Drecksviechern. weniger. Okay. Schiffsratte. Nicht zu holen. Ab und zu kommen mal hier Schiffsratten vorbei. Ja. Für den König. Ja. Dann werden wir noch mal rüber. Ah, Baldwin. Wo sind denn die anderen? Muss zu Gernot. Was sagt denn unser Smooth hier? Ach ja, Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. kann ja nicht schaden. Mein Süppchen in Ehren kann niemand verwehren. So, Ganelun, Erik, Volker und Wulfias. Oh, der Magier, der braucht kein Bett. Der hat seine Schwebemagie. Auch schön. So, Gernot. Ich muss noch zurück. Ich muss noch mal zurück nach Condera. In Ordnung. Okay. Das ist verkraftbar. Aber lustig. Wie bitte? Oder so. Was ist denn jetzt passiert? Ich muss noch mal zurück nach Condera. In Ordnung. So. So, abwarten. Was passiert? Jetzt wird wieder die Insel aufgebaut. Und jetzt bin ich gespannt, ob mir schon wieder ein Scavy auf mich wartet. Und wenn, dann muss ich die Flucht ganz schnell ergreifen. Ja, da ist wieder so ein Heinz. Ich fasse es nicht.
Das ist ja wohl eine Schweinerei. Der ist hinter mir her, ne? Kann das sein? Ja. Okay, wo ist die Sub? Da ist die Sub. Ich glaub's ja nicht. Da werde ich da herüber gebeamt. Direkt vor die Füße eines Scavengers. Okay, der bleibt stehen. Vielleicht. Wenn ich von da aus. Jo, er schwebt auch mal eine Runde. Ja, fällt er? Ja, er schwebt nach unten. Ah, herrlich. So. Und da haben wir auch 10 Federn. Jetzt will ich mich vergewissern, ob es wirklich an diesen 10 Federn gelegen hat, die mir fehlten zur Pfeilherstellung. 5? Was ist da? Sieht aus. Das sind andere Federn. Da sind sie. No. Das war also die Krux an der Sache. Ja, da muss ich wieder einen Trick anwenden. Anlocken und da hinten eventuell auf irgendwas klettern. Na, bleibe ich hier hängen. Schon wieder bleibe ich hier hängen. Das sind aber ganz teuflische Pflanzen. Ja, und jetzt ist hier... Bleibt da wieder hängen. Nicht schön. Aber ich habe ja, glaube ich, gespeichert. Genau, richtig. Dann wollen wir mal gucken. Ganze nochmal. Ohne, dass ich hängen bleibe. Mit diesen Teilen hier ausweichen, hier mit den großen langen Blättern. So, irgendwas Neues? Nein. Wo könnte ich denn jetzt hier mal so eine Art Deckung finden? Hochzuklettern, wo sie nicht hinkommen. Ja, da muss man neue Taktiken haben. Okay, das geht. Das heißt also anlocken und hier drauf. Schauen wir mal. Okay. Will mal gucken, wie komme ich denn hier rum, ohne hängen zu bleiben. Okay, das klappt. So, einzeln holen, die Dreie. So, er hat mich schon. Oh, ja, ich hoffe, es klappt. Okay. Also ganz... Okay, einen Picker habe ich einstecken müssen. Nein, Nomad. Nein, Nomad. So, jetzt nochmal noch. Der kommt da hoch. Ich glaube es ja wohl nicht. Oh, Glück gehabt. Also ich habe eben neu eingeladen. Bin nochmal an diese Stelle hingegangen. Ich glaube das ja wohl nicht. Okay. Mal gucken. Was mit den beiden anderen auch funktioniert. Oh, du hast mich schon mal... Also hier heißt es echt rennen, weil die sind schnell, die Biester. Die sind unwahrscheinlich schnell. So, schnell schießen. Ja, wunderbar. Es klappt doch, es klappt doch, es klappt doch. Nicht zu holen. Okay, habe ich noch meine Fischsupp? Ja, boah, nicht so schnell bitte. Brot, hier Fleisch. Die Fischsuppe habe ich nicht. Ach, ich habe so viel Käse. Und hier gibt es auch nochmal Käse. Was ist denn da der Unterschied? 15. Und hier auch nochmal 15. Okay. Eine Eder mal das andere Gouda. So sieht's aus. Ja, dann haben wir ja nur noch einen zu natzen hier. Hey. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Ja, toll.
Der Waldscavenger verfolgt mich. Aber bis wohin? Oh ja. Mensch, zieh doch deine Waffe. Ah, kann man nicht sehen, aber der Waldscavenger muss auch warten. Und ist dadurch langsamer. So, kann ich hoffen, dass ich jetzt den hier ziehen kann. Wunderbar. Ja. Und weiter geht's. Oder auch nicht, weil ich hier wieder hängen bleibe. Tut mir leid. Da müssen wir leider was machen. Das tut mir echt leid. Das muss so sein, weil noch ein bisschen buggy ist. Naja, buggy an der Stelle. Aber weiter geht's jetzt. Und okay, das hat mir jetzt auch ein bisschen was gespart an Ressourcen, lebenssparenden Ressourcen. So, jetzt gucken wir mal, ob hier was versteckt liegt, wie zum Beispiel dieses Wetterbuch. Ah, hier brauche ich nicht hin. Nee. Nee, 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 nee. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Schiffchen und rüber. Ja, ich muss Pfeile machen. Ich kann, glaube ich, jetzt nur, Moment mal, wie viel haben wir? Für den König. Wieder an Bord. Ja, hier gibt es leider wieder einen Fehler. Als wären das also Wasserbarrieren. Gucken wir mal eben. Sich das durch Neuladen. Oh, lerne eigene Pfeile und Bolzen herzustellen. Du sparst da. Nee, das tut's auch nicht. Tut's auch leider nicht. Ist alles leider. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Mit so einer Wasseroberfläche voll. Das soll uns jetzt nicht stören. So, was kann passieren bei Modifikationen? Wo bin ich denn? Unterdeck ist doch offen. Bin mal wieder falsch. War das jetzt hier? Nee, auch nicht. Was ist denn das für eine Tür? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Manchmal bin ich echt blöd. Jetzt bin ich hier völlig falsch. Unterdeck, unter der. Ah, Moment. Unterdeck ist hier. Ja, deswegen sieht man das auch nicht sofort. Es ist lustig. Hat hier einer die neuen Räumlichkeiten tapeziert? So, jetzt. Jetzt kann ich endlich Pfeile herstellen. Ein paar. Wie viel denn? 10 Pfeile? Wahrscheinlich 30 oder so. Also 10, 20. 30. Genau. 30 Pfeilchen habe ich herstellen können. Ja, danke, dass ihr bis hierhin hergefunden habt, hergeguckt habt. Ich werde, stopp. Meine Truhe. Ach, das ist meine Truhe. Standen da jetzt eben. Ich wollte nämlich hier die Folge mit beenden, aber doch kurz gucken, was wir hier über meine Truhe finden. Das Unterdeck wird es heißen. Probieren für Sandrock. Heute sind der Unterdeck. Wo ist denn das Unterdeck? Ach, hier. So, ich habe das Unterdeck der Albatros betreten. Der untere Raum ist sehr geräumig und enthält interessante Gegenstände. Das haben wir schon vorher gewusst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute. Und gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar oder sagt, was hier passiert ist. Wie ich das ändern kann. Das würde sehr hilfreich sein. Und sage nun Tschüss.